Der letzte Schnee ist jetzt weggeschmolzen. Dann kann der Frühling kommen und Fasching auch. Vielleicht machen wir morgen im Kindergarten etwas für Fasching. Ja, vielleicht. Kommt, es gibt Abendessen. Was gibt es denn? Würstchen mit Kartoffelsalat. Lecker. Viel Spaß in der Kita. Danke. Tschüss. Hallo, Frau Sommer. Hallo. Hallo, Katja. Wir haben heute jemand Neues hier. Und wen? Ich sage es gleich euch allen. Hallo, Amelie und Paula. Hallo. Ich bin schon gespannt, wer kommt. Schau mal, die Frau. Ist das die Neue? Ich glaube schon. Wir haben heute jemand Neues hier, und zwar die Cleo. Hallo, ich bin die neue Erzieherin. Sie hilft dir jetzt auch in der Kita mit. Hoffentlich ist sie so nett wie Katja. Ich weiß nicht. Wir kennen sie doch noch gar nicht. Na, was spielt ihr gerade? Wir gehen jetzt wahrscheinlich zu den Puppen. Könntet ihr mir vielleicht ein bisschen die Kita zeigen? Ich möchte aber spielen. Ich zeig sie dir. Na komm schon, Paula. Na gut. Hier ist die Sitzecke. Es sieht wirklich gemütlich aus. Ja, das ist es auch. Die Rennautos sind so toll. Ja, vor allem das Orangene. Das ist besonders schnell. Ich wollte auch so eins haben, aber meine Eltern sagen immer, dass ich das Spielzeug von meinem älteren Bruder bekomme. Das ist blöd. Ich gehe kurz aufs Klo. Okay, ich bin in der Malecke. Hier ist ein Rennauto. Das sieht ja toll aus. Ich habe einen kleinen Bruder und dem würde es sehr gefallen. Und da hinten ist die Küche. Hier kann man auch zum Mittag essen, oder? Ja, genau, aber wir gehen meistens nach Hause. Das ist wirklich eine schöne Kita. Wo ist das orangene Rennauto? Mit dem wollte ich spielen. Was ist denn da los? Noah, was ist denn passiert? Das orangene Rennauto ist weg. Ich bin nur kurz aufs Klo gegangen. Und ich war in der Malecke und da lag es noch da. Quatsch, das kann doch nicht einfach so verschwinden. Ich habe schon überall nachgesehen und hier war sonst keiner. Doch, Amelie und so waren da und auch die neue Erzieherin. Du kannst mich ruhig Cleo nennen. Lagen denn da noch beide Autos? Ich weiß es gar nicht mehr. Ihr wart die Letzten, die da waren. Wir beschuldigen hier niemanden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gestohlen wurde. Aber hier ist es nicht. Wir suchen alle noch einmal danach. Es ist nirgends. Ich habe zwar fast nie mit dem Rennauto gespielt, aber nicht, dass noch mehr verschwindet. Du glaubst also, dass es jemand geklaut hat? Naja, wir waren es jedenfalls nicht. Und Cleo? Du magst sie nicht, oder? Naja, ich kenne sie halt nicht und kaum ist sie da, verschwindet etwas. Hört sich schon verdächtig an. Was besprecht ihr? Ob Cleo das Rennauto gestohlen hat. Was soll sie denn mit einem Rennauto? Sie hat einen kleinen Bruder und sie hat gesagt, dass ihm das Auto gefallen würde. Wir finden immer mehr Sachen, die für Cleo als Diebin sprechen. Ich mochte sie von Anfang an nicht. Amelie und Paula, ihr werdet abgeholt. Tschüss! Ich behalte lieber meinen Rucksack im Auge. Nicht, dass er auch noch verschwindet.
Sollten wir es vielleicht Katja sagen? Alles spricht gegen sie. Aber richtige Beweise haben wir nicht. Ich glaube, sie mögen mich nicht. Sie müssen sich erst an dich gewöhnen. Es ist mehr als das. Es geht immer noch um das Spielzeug. Sie beschuldigen dich? Ja, sie schauen schon die ganze Zeit zu mir rüber. Ich hoffe natürlich, dass du damit nichts zu tun hast. Du kennst die Kita-Regeln. Hier ist ein Rennauto. Das sieht ja toll aus. Ich habe einen kleinen Bruder. Das Rennauto war da schon weg. Ist da jemand? Lukas, was machst du hier? Und mit dem Rennauto? Entschuldigung. Komm mal her, jetzt erkläre mir das mal. Ich habe das Rennauto mitgenommen. Ich bekomme nie die neuen tollen Sachen, immer nur die alten von meinem Bruder. Und da dachtest du, du nimmst es mit? Es tut mir leid. Als Noah aufs Klo gegangen ist, habe ich irgendwie nicht nachgedacht. Du weißt, dass alle mich beschuldigt haben? Ja, als ich gesehen habe, wie böse alle auf dich waren, habe ich mich nicht mehr getraut, etwas zu sagen. Und jetzt war ich mit meinem Bruder in der Nähe und er denkt, dass ich hier etwas vergessen habe. Lukas, du musst dich entschuldigen. Katja? Ich merke natürlich, wenn in meiner Kita noch so spät abends was los ist. Wenn ich es sage, wird keiner mehr mit mir spielen wollen. Ich werde es niemandem sagen. Das ist lieb von dir, Cleo, aber es geht nicht, dass alle dich beschuldigen. Paula, irgendwie fühle ich mich schlecht dabei, Cleo zu beschuldigen. Ja, ich weiß. Warten wir einfach, was morgen in der Kita passiert. Hallo, Katja. Hallo. Schaut mal, diese Bonbons wurden heute Morgen hier abgegeben. Lecker! Von wem die wohl sind? Übrigens müssen wir euch etwas sagen. Cleo hat das Rennauto gestern hinter einem Kissen wiedergefunden. Es wurde nicht gestohlen. Vielleicht wollt ihr Cleo etwas sagen? Entschuldigung, wir hatten dich beschuldigt. Du bekommst mein Bonbon. Du bekommst auch meins als Entschuldigung. Dankeschön. Meins bekommst du auch. Dankeschön, das ist wirklich lieb von euch. Ich hoffe, dass wir trotz diesem schlechten Start viel Spaß miteinander haben werden. Auf jeden Fall. Du kannst auch gleich mit uns etwas spielen. Mit den Rennautos? Wie wäre es mit Kneten? Von den Rennautos habe ich erstmal genug. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr keine Videos verpassen wollt, abonniert doch gerne unseren Kanal Familie Neumann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!